Der Freistaat Sachsen zählt zu den schönsten und facettenreichsten aller Bundesländer. Einzigartige Sandsteinlandschaften, tiefe grüne Wälder, zahlreiche Schlösser, Kultur- und Kunstschätze sowie eine unverwechselbare Bergbaukultur prägen das Land an der östlichen Grenze der Bundesrepublik. Kommt mit auf eine unvergessliche Reise durch den Freistaat und entdeckt gemeinsam mit uns 10 Highlights in Sachsen. Die Landeshauptstadt Dresden erstreckt sich auf einer Fläche von 328 Quadratkilometern und zählt rund 550.000 Einwohner. Sie ist optimal in das internationale Verkehrsnetz eingebunden und aus allen Richtungen per Bahn, Auto oder aus der Luft zu erreichen. Die Elbe schlängelt sich auf 30 Kilometern durch das Stadtgebiet. 9 Brücken dienen der Stadt als Querung. Mit 62% Wald und Grünfläche gilt Dresden als eine der grünsten Städte Europas. Dresden gilt als Kunst- und Kulturstadt, aber auch als wichtiger Technologiestandort. In der Stadt hat sich ein Netzwerk aus Forschung, Wirtschaft und Kultur etabliert. Insgesamt gibt es in Dresden 9 Hochschulen. Die Technische Universität ist mit über 33.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands. Die Bezeichnung Elbflorenz bürgerte sich ab Anfang des 19. Jahrhunderts als Beiname ein. Die Betitelung ist vom Ursprung her als Würdigung der Kunstsammlung Dresdens und seiner Architektur gemeint, wird heute aber auch in Verbindung mit anderen Gemeinsamkeiten und Berührungspunkten zwischen den beiden Hauptstädten verwendet. Die Bergstädte, die Landschaft, das kulturelle Erbe, das Lebensgefühl der Menschen. Sie alle erzählen anschaulich und facettenreich die authentische Geschichte dieser einzigartigen Region. Eine Region, deren unterirdische Schätze, Silber, Zinn, Kobalt, Eisen und Uran einst Sachsens Herrscher reich gemacht haben. Und deren bestens erhaltenes Erbe auch heute einen weltweit einzigartigen Schatz darstellt. Dies hat auch die UNESCO erkannt und die Montanregion Erzgebirge 2019 mit dem Titel Welterbe ausgezeichnet. Der kleine Bergfluss Schwarze Pockau schlängelt sich durch das nach seinem dunklen Wasser benannte Schwarzwassertal. Einstige Pläne, den Fluss zu stauen, wurden glücklicherweise fallen gelassen, denn heute zählt das Schwarzwassertal wegen seines unverbauten Wildbachs und den beeindruckenden Felsformationen wie der Teufelsmauer oder dem Nonnenfelsen zu seinen Flanken, zu den schönsten Mittelgebirgstälern Deutschlands. Talabwärts führt der Wanderweg zum Katzenstein, der 90 Meter über die Talsohle ragt und der meistbesuchteste Aussichtsfelsen im ganzen Erzgebirge ist. Der Rhododendron-Park Gromlau ist ein ca. 200 Hektar großer Landschaftspark im Ortsteil Gromlau. Er gilt als die größte Rhododendron-Freianlage in Deutschland und ist bei freiem Eintritt immer geöffnet. Zu den interessantesten Bauwerken im Gromlauer Park zählt die von 1863 bis 1882 aus Basalt und Feldsteinen errichtete Rakotzbrücke, die im Volksmund auch Teufelsbrücke genannt wird. Die Brücke hat es als Filmkulisse sogar ins Kino geschafft und zählt nicht nur zu den berühmtesten Bauwerken Sachsens, sondern auch zu den 40 schönsten Orten ganz Deutschlands.
Um das berühmte Fotomotiv einmal vor die Kameralinse zu bekommen, strömen an schönen Tagen mehrere tausend Besucher in den Rhododendron-Park Krumlau. Das Völkerschlachtdenkmal im Südosten Leipzigs wurde in Erinnerung an die Völkerschlacht nach Entwürfen des Berliner Architekten Bruno Schmitz errichtet und am 18. Oktober 1913 eingeweiht. Mit 91 Metern Höhe ist es das höchste Denkmal Europas und eines der bekanntesten Wahrzeichen Leipzigs. Rund 300.000 Menschen pro Jahr besuchen das Denkmal. In den letzten Jahren wurde das Völkerschlachtdenkmal aufwendig restauriert. 20 Millionen Euro steuerten die Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen bei. Weitere 10 Millionen Euro sind noch notwendig, um in den nächsten Jahren die Außenanlagen zu sanieren. Damit wird die komplette Sanierung ähnlich teuer wie der Neubau vor 100 Jahren. Wer zum ersten Mal nach Görlitz kommt, wird vor allem von der architektonischen Vielfalt überwältigt sein. 4000 größtenteils aufwendig sanierte Einzeldenkmale aus Gotik, Renaissance, Barock, Jugendstil und Gründerzeit. Prächtige Zeugnisse aus mehr als 500 Jahren europäischer Baugeschichte. Die wunderschöne Stadt an der Neiße wartet mit vielen Superlativen auf. Von der Pracht der mittelalterlichen Tuchmacherhäuser am historischen Untermarkt über die Barockbauten des Obermarkts bis hin zum geschlossenen Gründerzeitviertel. Die reiche Geschichte der Stadt im deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck ist allgegenwärtig. Damit bewirbt sich Görlitz sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das beeindruckende Stadtbild begeistert nicht nur Besucher, sondern regelmäßig auch nationale und internationale Filmproduzenten, die neben der traumhaften Kulisse besonders die Gastfreundlichkeit der Görlitzer schätzen. Ob in gemütlichen Restaurants, in Cafés, in mittelalterlichen Gemäuern, bei den zahlreichen kulturellen Veranstaltungen im europäischen Flair, auf Shoppingtour oder ganz entspannt am traumhaften Bärtsee vor den Toren der Stadt. Görlitz hat sehr viel zu bieten. In Meißen wurde sächsische Geschichte geschrieben. Die tausendjährige Stadt Meißen empfängt jährlich Besucher und Besucherinnen aus aller Welt. International berühmt ist die kleine Stadt an der Elbe für die Herstellung des Meißner Porzellans, das als erstes europäisches Porzellan seit 1708 hergestellt wird. Das Museum der Meißen Porzellanstiftung zeigt Werke aus 300 Jahren Manufakturgeschichte. Exponate aus allen Epochen illustrieren das Schaffen der ältesten Porzellanmanufaktur Europas. Das geschichtsträchtige Signet der Porzellanmanufaktur Meißen, die blau gekreuzten Schwerter, steht weltweit für die Echtheit und Qualität des Meißner Porzellans. Das erste Markenzeichen Europas wurde 2022 300 Jahre alt. Aber Meißen hat noch einiges mehr zu bieten. Die imposante Albrechtsburg ist das älteste Schloss Deutschlands und begeistert mit überwältigender Architektur und faszinierenden Exponaten. Geprägt von bizarren Felsformationen und durchzogen von malerischen Tälern erstreckt sich das Elbsandsteingebirge entlang der Elbe von Pirna bis über die Staatsgrenze nach Tschechien. Es ist ein einzigartiges Landschaftsschutzgebiet mit einem weiten Wanderwegenetz. Die Basteibrücke ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Sächsischen Schweiz. Rund 1,5 Millionen Besucher kommen jährlich zur Bastei, um die über 76,5 Meter lange Steinbrücke zu bewandern. Sie überspannt mit ihren 7 steinernen Bögen die Mardertelle-Schlucht und führt zur Ruine der Felsenburg Neuraten. Die Aussicht auf die knapp 200 Meter tiefer verlaufende Elbe ist atemberaubend. Am Horizont ragt imposant der Königstein empor.
Die Festung Königstein ist eine der größten Bergfestungen in ganz Europa und liegt inmitten des Elbsandsteingebirges auf dem gleichnamigen Tafelberg oberhalb des Ortes Königstein. Das 9,5 Hektar große Felsplateau, das nach Scherbenfunden schon in der Bronzezeit besiedelt war, erhebt sich 240 Meter über die Elbe und zeugt mit über 50, teilweise 400 Jahre alten Bauten vom militärischen und zivilen Leben auf der Festung. Im ehemaligen Jagd- und Lustschloss Schloss Moritzburg veranstaltete August der Starke vor den Toren der Stadt Dresden einst rauschende Feste. Berühmt ist der barocke Vierflügelbau nicht nur wegen seiner beeindruckenden Schönheit, seinen kostbaren Exponaten und der außergewöhnlichen Inneneinrichtung, sondern auch wegen seiner Rolle im berühmten Weihnachtsmärchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Daher findet jährlich um die Weihnachtszeit eine Sonderausstellung zum Film statt. Im Sommer lädt zwischen Sonnenauf- und Untergang die große Gartenanlage zum Flanieren ein. Bautzen mit seiner historischen Altstadt, der malerischen Lage über der Spree und den vielen märchenhaften Türmen ist für viele Menschen das Sinnbild einer mittelalterlichen Stadt. Gäste aus ganz Deutschland finden hier eine einzigartige Atmosphäre vor. Ein Stadtbummel oder ein Besuch der kulturellen Einrichtungen lässt Besucher in eine andere Welt eintauchen. In einem der vielen Restaurants der Stadt, auf den Spuren der Sorben oder bei einem Spaziergang am ruhigen Spreeufer können Gäste herunterfahren und abschalten. Ein besonderes Merkmal des Stadtbilds in Bautzen sind die Türme. Einer der bekanntesten Bautzener Türme ist der Reichenturm, der auch der schiefe Turm von Bautzen genannt wird und vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. Er ist 56 Meter hoch und hat eine Neigung von mehr als 1,4 Meter in Richtung Nordwest. Dennoch kann man ihn während der Sommermonate besichtigen und von der Plattform aus einen herrlichen Panoramablick über die Stadt Bautzen genießen. Der bekannteste Berg des Zittauer Gebirges, der 514 Meter hohe Eubin, ist ein gewaltiges Sandsteinmassiv. Diese pittoreske Landschaft erschufen die Kräfte der Natur im Laufe von Millionen Jahren. Die grandiosen Ruinen der mittelalterlichen Bebauung im Zusammenspiel mit den besonderen natürlichen Gegebenheiten machen den Eubin zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten der Oberlausitz. Denn direkt auf dem Berg befindet sich die Burg Eubin, die einst im Besitz von Kaiser Karl IV. War. Er ließ die Burg als seinen Alterssitz bauen und gründete 1369 das Kloster der Zölestiner. Es handelt sich bei der Burganlage um eine Höhenburg, die den gesamten Gipfelbereich einnimmt. Neben der eigentlichen Burg befindet sich dort auch die Klosterruine. Die Kelchsteinfelsen sind eines der bekanntesten Naturdenkmäler des Zittauer Gebirges. Da der Sandstein an der Unterseite der Felsen weniger fest ist als an der Oberseite, hat die Erosion unterschiedlich große Überhänge in dem Felsen hinterlassen. Der massivere der beiden Felsblöcke wird Kelchsteinwächter genannt.